Ja, hallo, guten Morgen. Wir haben den 4. April, den großen Tag der Grundsteinlegung oder wie man das hier nennt. Wie gesagt, hier liegen die ganzen Stützen. Ich schaue mal, was sie so gemacht haben jetzt die letzten Tage. Es war die Krabbe. Es war die Krabbe. Ah, hier sind die Verschalungen. Ja, wir gehen mal näher schauen. So, wir mussten jetzt mal das Auto ausladen. Es ist immer noch Zeug drin. Ich weiß aber nicht, was er haben will und was nicht. Blumen ja, dies nein. Dann warten wir einfach mal. Ich zeige euch mal den ganzen Plunder. Der Kofferraum war so voll mit Nudelsuppe, mit allem, was wir gekauft haben. Frisch zubereitet in Nang Rong. Hier, das war alles. So, jetzt zeige ich euch mal hier, was die am Arbeiten sind. Die sind am Einschalen. Das Stück wurde abgeschlagen. Und ja, ich muss hier aufpassen. Wir sind schließlich immer nur in Latschen. Das sieht jetzt überall so aus. Ich denke, da kommen dann nachher die anderen Körbe rein. Ja, und da sind die hier bei heute Nachmittag 40 Grad im Schatten am Malochen. Er hat jetzt seinen Tisch. Ah ja. So. Ja, das sind die zwei richtig fleißig. Das wird zusammengeklopft. Dafür waren die ganzen Hölzer, die sie gebracht haben, die werden da benutzt. So, jetzt haben wir den ganzen Plunder einmal quer über den Platz geschleppt, anstatt dass ich mit dem Auto rumgefahren wäre. Der ist furchtbar nervös. Mal schauen, wie das alles wird. Ich gehe das Auto jetzt holen, dann holen wir den Rest Plunder. So, seine Schwester kommt auch mal schauen. Der Schwager lag vorhin in der Hängematte. Wir haben das Essen, Gemüse und alles rausgeladen, Getränke für die ganzen Gäste. Der hat noch nicht mal Hallo gesagt und auch nicht geholfen. Naja, ich merke mir das. Ich merke mir das. So, da seht ihr dann, was er da alles mitgenommen hat an Blumenschmuck, an Getränken in verschiedenen Farben. Jo, dann schauen wir mal weiter, wie das nachher alles kommt. Ja, ich zeige euch noch mal ein Loch. Morning. Und das müssen die jetzt überall machen. Ja, ich zeige euch hier noch mal. Die haben überall auch schon Beton eingefüllt. Das hatte ich vorher gar nicht so richtig gesehen. Da sind zwei Stützen zusammen ausgehoben. Ja, alles nach Plan. Ja, mir wurde gesagt, ich soll mal alles genauer immer zeigen und langsamer. Hier haben wir Bananenblätter mit Blüten. Jasmin. Dann haben wir hier Nachtisch, Zigarren, Reis, hat Krapau, nochmal Nachtisch. Da ist Tabak. Ja, dann natürlich die Nudeln mit der Nudelsuppe. Da hinten werden die Blüten gezupft. Ja, hier sind alle vollauf beschäftigt. Da schauen wir mal, wie das alles wird. Schwiegervater ist auch da. Ja, die Vorbereitungen sind noch nicht zu Ende. Aber die ersten Körbe haben sie schon hingelegt.
Da bin ich mal gespannt. Jetzt weiß ich Bescheid, die haben die extra hingelegt, weil die jetzt geschmückt werden. Das eine ist, glaube ich, Schilf und das andere ist auf jeden Fall eine Bananenpflanze. Der da am Telefonieren ist, das ist der Oberguru von der Baufirma. Die anderen haben sich schon alle in Schale geschmissen, extra so ein Shirt über. Der Bauleiter hilft. Ja, das ist alles, scheint heute eine ganz wichtige Sache. Genauso nervös war er auch. Ja, der Bauleiter ist da voll in seinem Element und gibt genaue Anweisungen. Und jetzt macht er den Schirm, den Gung gekauft hat, noch fest. Das soll bestimmt symbolisieren, dass das Dach nachher dicht ist. Ich weiß es nicht, ich interpretiere einfach mal. Aber der Schirm wurde extra gekauft, nur für den heutigen Tag. Ja, ich finde es sehr interessant. Andere Länder, andere Sitten. Ja, ihr könnt euch das gerne alles anschauen, gerne kommentieren. Aber wie gesagt, alles weiß ich nicht. Alles kann er mir nicht erklären. Das sind so Bräuche. Ja, jetzt kommt der Schirm dahin, ist auch gut. So, bis gleich. Um 11 Uhr soll es losgehen. Dann ist es schon so richtig heiß. 40 Grad haben wir heute wieder. Ja, er hat eine Rolle mit so einem weißen Band gekauft. Das habe ich schon öfters gesehen, auch im Tempel, wo dann ein Mönch das festhält und dann wird das Band, alle Gläubigen halten sich an dem Band fest und hier wird alles miteinander verbunden. Symbolisiert vielleicht die Verbundenheit. Der Schirm auf jeden Fall, der steckt jetzt ganz oben auf dem Eisen geflasht, das nachher das Dach tragen soll. Der soll bestimmt das beschützen und beschirmen und vor Regen schützen, symbolisieren. Schwiegermutter hat vorhin einen Joint gedreht, also eine Zigarette. Und dann habe ich schon gefragt, ob sie jetzt auch raucht. Aber das ist auch für nachher die Zeremonie natürlich. Ja.